Fuck! Fuck! Hey, Schatz. Hey. Guck mal aus dem Fenster. Du hättest mich auch anrufen können. Habt ihr euch wieder wegen deinem Bruder gestritten? Naja, jetzt bin ich ja hier. Und was hast du heute sonst so gemacht? Hast du mich mit meiner Mutter zu streiten? Nicht viel. Playlisten sortiert und sowas. Okay. Ich wollte dich auch noch was fragen. Ich dachte, heute wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür. Also, Sarah ist ja letztens mit ihrem Freund zusammengezogen. Und, also so viel länger als wir sind die ja gar nicht zusammen. Naja, also, ich habe drüber nachgedacht. Also, keine Ahnung, wir sehen uns ja eh schon fast jeden Tag. Also, theoretisch. Schatz? Hm? Ja, was hältst du davon? Was? Danke fürs Zuhören. Ich habe dich gerade gefragt, ob wir zusammenziehen wollen. Ich meine, ich könnte immer kochen und Wäsche machen, aber staubsaugen musst du wegen meiner Allergie. Und wir würden jeden Morgen zusammen aufwachen, abends zusammen einschlafen. Und vielleicht finden wir auch eine schöne Wohnung, irgendwie, die nicht so teuer ist. Aber ich meine, ich habe auch ein bisschen gespart. Und du ja auch. Ja? Ich muss dir was sagen. Also wenn dir das noch zu früh ist, dann... Was ist denn los? Ich bin schwul, ja. Tut mir leid.
Hi. Ich wollte dich nur kurz wissen lassen, dass ich gern mit dir reden würde. Ich habe viel über Samstag nachgedacht. Und ja, ich wäre dir einfach auch wirklich dankbar für irgendein Lebenszeichen. Kann ich dir helfen? War Ewan vielleicht hier? Also, Elan haben die hier alle, sonst wären sie ja nicht hier. Ich mach nur Spaß. Ich dachte, du brauchst eine kleine Aufmunterung. Nee, also, Ewan war schon eine Weile nicht mehr hier. Weißt du, was mit ihm ist? Seit einer Weile? Naja, wenn du ihn siehst, kannst du nur ausrichten, dass wir ihn hier sehr vermissen, ja? Du suchst Ewan, oder? Hi, ich bin Fynn. Schön, dich kennenzulernen. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich denke, ich wüsste, wo er vielleicht gewesen sein könnte. Komm mit, mein Auto steht da vorne. Für Verarschen habe ich keine Zeit. Was? Ich mein's ernst! Ich wusste gar nicht, dass du auch hier studierst. Oh. Hat es sich jemand etwa anders überlegt? Du hast gesagt, du weißt, wo Ewan gewesen sein könnte. Sagen wir es so. Wenn er da war, dann können die Leute dort vielleicht helfen. Wo da? Also welche Leute? Steig ein. Komm.
Willkommen im Inkognito. Hallo? Na, Süße, was kann ich hier machen? Nichts. Ich... Also, wir wollten nur was fragen. Fynn, hi! Hallo, hallo, na? Na, wie geht's deinem Vater? Wie geht's deinem Vorsatz, unter der Woche nicht zu trinken? Willst du uns dich vielleicht mal vorstellen? Oh mein Gott, obviously. So, Euphoria, Ewans Freundin Valerie, Valerie, Euphoria. Dass Ewan eine Freundin hatte, hat er aber nie gesagt. Ja, wir sind auch nicht mehr zusammen. Wir sind eigentlich auch gekommen, weil Ewan verschwunden ist vor ein paar Tagen. Und wir dachten, vielleicht hast du ihn gesehen seit dem letzten Mal. Tut mir leid, Süße. Aber keine Sorge, Ewan hat auf mich immer sehr reif gewirkt. Er kann bestimmt ganz gut auf sich da draußen aufpassen. Schaut's gefällig? Miss Fahr, nee. Auf unsere verschwundenen Ex-Freunde. Ist alles nicht so ernst gemeint, Süße, ne? Ja, was denn? Ich weiß es erst seit kurzem. Ja. Wir sehen uns, ne? Ciao. Valerie! Euphoria hat's nicht so gemeint. Wie oft wart ihr schon zusammen hier? Ein paar Mal. Ein paar Mal. Wieso hast du mich überhaupt hier hingebracht? Was wolltest du mir damit beweisen? Beweisen? Dass ich so blöd war und das Einzige nicht gecheckt habe, dass Ewan schwul ist, oder was? Nein, nicht. Sag doch mal ehrlich, was läuft da zwischen euch? Valerie. Sag's mir, los, mich überrascht sowieso überhaupt gar nichts mehr. Habt ihr... Du weißt genau, dass er das nicht tun würde. Ach so. Du gehörst dann jetzt also auch zu den Leuten, die meinen Freund besser kennen als ich, ja? Hast du auch nur mal eine Sekunde daran gedacht, wie es ihm vielleicht bei dem Ganzen geht? Ich und alle anderen in dieser Bar können dir versichern, dass es Ewan mindestens genauso scheiße geht wie dir. Wahrscheinlich sitzt er zu Hause und zerbricht sich den Kopf darüber, wie kacke sein Coming-out gelaufen ist, aber... Okay. Weißt du was? Tu ihm den Gefallen und denk jetzt mal nicht nur an dich, okay? Warum hilfst du mir? Ich mach mir auch Sorgen. Ich weiß eben, was Ewan gerade durchmacht. Mein erstes Coming-out war mit 16.
hatte Angst, die einzigen drei Freunde zu verlieren, die ich damals hatte. Mit der Zeit wird's immer einfacher. Wenn du dich einer Person so öffnest, dann lernst du in dem Moment so viel mehr über diese Person als sie über dich. Echt komisch eigentlich. Hi. Ja, ich bin in 20 Minuten da. Dein Bruder hat Geschmack. Hey. Hi. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du mich angerufen hast. Nein, wir haben dich gesucht und Valerie ist komplett am Durchdrehen und ja, ich auch. Warte. Du und Valerie. Ihr habt euch getroffen? Du wirst niemals erraten, wo wir heute gewesen sind, aber darum geht's nicht. Erstmal zu dir. Wie geht's dir eigentlich bei dem Ganzen? Besser. Ich habe einfach Zeit für mich gebraucht. Aber jetzt, wo Valerie's weiß, steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg. Ich kann's allen erzählen. Ich bin bereit, denke ich. Ich muss nur noch meiner Mutter beibringen. Weil, wie gesagt, wenn du irgendwas brauchst, dann bin ich immer hier für dich, okay? Danke, Fynn. Aber wie geht's Val? Ich hab sie schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen damit. Und jetzt das Ganze mit dir. Und komm, dann muss sie wohl schwimmen lernen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ja, okay, ich wüsste das schon was, aber erstmal muss ich mich um das ganze Outing und so kümmern. Klar. Dann kann ich mich uns widmen. Try to tell the truth, but the words won't come out. Lying next to you, but I lied, there's no doubt.
clouds while I went. Praise myself. I couldn't feel myself. But I've got secrets and you've got them too. And when I'm out there, will you find me? Find me. Du schaffst das. Ja. Ruf mich an. I need the